Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema, was einen guten Arbeitgeber ausmacht. In diesem Video werden einige mögliche Kriterien angesprochen, die für dich bei deiner Wahl des Arbeitgebers wichtig sein könnten. Wie wichtig die einzelnen Punkte sind, ist natürlich von jedem Menschen abhängig und betreffen nicht jede Person gleich stark. Schreibe auch sehr gerne in die Kommentare, welche Dinge für dich einen guten Arbeitgeber ausmachen. Berichte auch gerne von negativen Erfahrungen. Damit kannst du auch anderen Zuschauern helfen und bekommst eventuell Tipps. Es gibt Arbeitgeber-Vergleichsportale, diese lassen sich über Google schnell finden. Schaue doch dort auch einmal vorbei. Es ist nicht möglich, jedes Kriterium in einen Unterbereich einzuordnen. Trotzdem wird das Thema, um es übersichtlicher zu gestalten, in drei Unterbereiche aufgeteilt. Bereich 1 – Arbeitsbedingungen, also beispielsweise Tarifverträge, Schutz der Erzieherinnen und Erzieher durch Rechte, Gehalt und so weiter. Bereich 2 – Burnout-Prävention, beispielsweise Schutz vor Überlastung. Bereich 3 – Das Menschenbild. Wie wird mit den Menschen umgegangen, mit dir als Fachkraft, mit den Kindern, mit Familien und so weiter. Bereich 1 – Die Arbeitsbedingungen. Die Arbeitsbedingungen stellen den strukturellen Rahmen dar und das Fundament deiner Arbeit. Schlechte Arbeitsbedingungen wirken sich früher oder später auf dich und deine Arbeit nieder. Leider sind gute Arbeitsbedingungen im sozialen Bereich absolut keine Selbstverständlichkeit. Eine Anstellung mit Tarifvertrag ist wichtig. Ein Tarifvertrag sorgt nicht nur für eine höhere und gerechte Bezahlung, sondern auch für eine sichere Bezahlung mit regelmäßigen, klar strukturierten Lohnerhöhungen. Zusätzlich sind Sondervereinbarungen, wie zum Beispiel Jahressonderzahlungen und Urlaubstage, klar geregelt. Durch einen Tarifvertrag gibt es zusätzlich einen Schutz durch Gewerkschaften. Wenn man in einer Gewerkschaft Mitglied ist, kann man rechtliche Beratung in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit, dass Arbeitsverträge unbefristet werden, ist mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr. Ebenfalls wichtig kann die Freiheit der Arbeit sein. Nicht jeder Mensch kann damit umgehen, wenn der Rahmen seiner Arbeit so vorgegeben wird, dass er viel Freiheit verliert. Dadurch gehen eigene Ideen und die Kreativität verloren. Wichtig ist, dass die Leitung, der Träger und andere Kollegen einen vertrauen und nicht jede Entscheidung und Handlungsweisen von dir negativ sehen und überkritisch hinterfragen. Allgemeine Kritik ist natürlich positiv. Wenn du dich jedoch überwacht und kontrolliert fühlst, wirst du keine gute Arbeit leisten können. Manche Menschen benötigen mehr Entscheidungsfreiraum, andere weniger. Entscheidungen vom Träger, der Leitung oder Kollegen, die die Einrichtung und deine Arbeit betreffen, sollten offen und transparent kommuniziert werden. So lassen sich Abläufe und Entscheidungen besser nachvollziehen. Und vielleicht hast du noch weiteres Verbesserungspotenzial. Nach dem Motto, mitgestalten statt befolgen. Ein weiterer wichtiger Punkt kann die Familienfreundlichkeit der Einrichtung sein. Dies kann sich zum Beispiel darin widerspiegeln, dass deine wöchentliche Arbeitsstundenzahl bei Bedarf variiert werden kann, wenn du zum Beispiel aus familiären Gründen weniger arbeiten kannst. Hast du einen positiven und kompetenten Eindruck von deinen zukünftigen Kollegen? Es ist wichtig, fachlich und menschlich kompetente Ansprechpartner zu haben. Wenn es Probleme oder Fragen gibt, solltest du wissen, an wen du dich wenden kannst und dieser Person natürlich vertrauen. Werden Supervisionen angeboten? Werden regelmäßige Dienstbesprechungen gehalten? Sind kollegiale Fallberatungen üblich? Bereich 2 – Die Burnout-Prävention. Laut einigen verschiedenen Studien sind Erzieherinnen und Erzieher einem höheren Stresslevel ausgesetzt als der durchschnittliche Arbeitnehmer in anderen Berufszweigen. Anhaltender, dauerhafter Stress ist ein großes Risiko für eine Burnout-Erkrankung. Daher ist es wichtig, dass die Einrichtung, in der du arbeiten möchtest, dich vor starker und anhaltender Überlastung schützt. Es kommt immer wieder zu Krankheitsausfällen, zum Teil auch durch anhaltendes Stresslevel, wodurch die übrigen Kolleginnen und Kollegen die Arbeit auffangen müssen und ebenfalls mehr Stress ausgesetzt sind. Ein Teufelskreis. Zur Entlastung und zum Schutz kann es helfen, wenn die Einrichtung über Springerkräfte verfügt, also Fachkräfte, die einspringen, wenn es zum Krankheitsfall kommt. Zusätzlich ist eine regelmäßige, ausreichende Vorbereitungszeit nötig. Unvorbereitet, den stressigen Kindergartenalltag zu meistern und allen Bedürfnissen und Sonderwünschen gerecht zu werden, ist ansonsten nicht schaffbar. Es ist schlicht unmöglich. Die Vorbereitungszeit sollte tatsächlich verfügbar sein, nicht nur theoretisch auf dem Papier. Insgesamt sollte der Teamzusammenhalt stark sein. Es sollte ein Wir-Gefühl vorhanden sein und das Team wachsen und Probleme und Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Keine Konkurrenzkämpfe innerhalb des Teams oder Gruppen. Ein starkes Team ist ein wichtiger Entlastungsfaktor. Du wirst das Gefühl haben, nicht alleine vor Herausforderungen zu stehen. Teambildende Maßnahmen, kollegiale Fallberatungen oder Supervisionen können den Teamzusammenhalt fördern. Entlastend und förderlich können auch kompetente Ansprechpartner wirken. Wenn es zu Problemen oder Rückfragen kommt, du dir unsicher bist, wie du handeln sollst, ist es wichtig, dass du weißt, an wen du dich wenden kannst und dass du diese Person als kompetent wahrnimmst.
Zum Beispiel, wenn du einen Fall nach § 8a des Sozialgesetzbuchs wahrnimmst. Dieser Paragraph beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Du brauchst eine kompetente Ansprechperson, die handelt und weiß, was sie zu tun hat. Bereich 3. Das Menschenbild. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Menschenbild. Wie sehen die Verantwortlichen in der Einrichtung den Menschen und wie behandeln sie ihn? Das ist nicht nur darauf bezogen, wie du behandelt wirst, sondern auch wie die Leitung und die Kolleginnen und Kollegen die Kinder und die Familien behandeln, den Hausmeister, die Reinigungskräfte, die Hauswirtschaftskräfte und alle anderen Menschen, die anzutreffen sind. Niemand sollte von oben herab behandelt oder bevormundet werden. Ein wertschätzender Umgang mit Respekt und einem offenen Ohr für Probleme und Herausforderungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge ist förderlich und macht es allen angenehmer. Es sollte ein ernsthaftes Interesse an den Menschen und vor allem an den Kindern und Familien vorhanden sein. Konstruktive Kritik, Ehrlichkeit, Ideen und Verbesserungsvorschläge sollten auf Offenheit stoßen. Die hierarchischen Strukturen können ebenfalls wichtig sein. Gibt es strikte Hierarchien oder flache Hierarchien? Was ist dir wichtig? Wie kannst du am besten arbeiten? Dass eine Einrichtung wirklich alle der genannten Inhalte erfüllt, ist wirklich selten. Sehe die angesprochenen Dinge eher als Ideenvorschlag und als Hilfe an. Überlege dir, was dir wirklich wichtig ist und welche Bedingungen für dich unverzichtbar sind. Teile deine Meinung gerne mit uns in den Kommentaren. Wenn du dich für weitere Videos interessierst, dann klicke doch hier auf das Video zum Thema Geld und Gehalt in der Erzieherausbildung oder hier auf das Video zum Thema Was ist Integration? Wenn du dich für weitere lehrreiche Videos interessierst, dann abonniere doch den Erzieherkanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.